Hallihallo, ihr Lieben, da bin ich mal wieder. Ja, was soll ich sagen? Mich hat doch hier ein Überraschungspaket ereilt. Eilige Post ereilt. Dann wollen wir mal, ich habe jetzt das Paket aufgemacht und habe mir meinen Umschlag rausgeholt. Und da wollen wir doch mal gucken, was für liebe Post ich hier erhalten habe. Das ging auch ratzifatzi, also das war Eilpost im wahrsten Sinne des Wortes, denn das ist gestern erst abgeschickt worden. Wir haben heute den 21. Und für meine liebe Tina. Ach, ist das süß. Zuckerschnuten-Mausi-Falterchen. Ach, du bist ja so drollig. Ich gucke hier mal selber kurz für mich alleine hier rein. Ach so. Leider nichts Selbstverbrochenes, aber es kommt von ganzem Herzen. Ach, Engelchen, das weiß ich doch. Also das Paket ist hier nämlich von der lieben Dani. Du, alles gut. Ach, du bist so ein Schatz. Ja, ich danke dir, Engel. Alles andere machen wir dann wieder persönlich. So, ich lüfte mal das Geheimnis, was hier drin ist. Es ist ein ziemlich großes Paket. Und ich nehme alles raus, damit ich das Paket beiseite packen kann, weil ich kann es momentan nirgendwo ablegen, weil ich hier nämlich schon wieder am Ausmisten bin und gleichzeitig an Pakete packen. Ich bin schon wieder gerade dabei, 5 Überraschungspakete fertig zu machen. Eins hat sich heute schon auf den Weg gemacht. Haha, ich bin gespannt, wann es bei derjenigen ankommt und ob sie sich freuen wird. So, ich fange auch gleich mal hiermit an. Ah ja, da weiß ich schon, was das ist. Und das ist total genial. Das hat sie, oh Gott, zusätzlich auch nochmal eine Umärmelung von mir. Ach, du bist so drollig. Dankeschön. Das finde ich total lieb. Die werde ich, wenn du nichts dagegen hast, auch weiterverwenden, weil ich die voll niedlich finde. So, das hat sie nämlich bei Lidl entdeckt gehabt. Von Big. Und das, da hatte sie mir ein Foto gezeigt. Und das fand ich voll spannend, weil ich mache das mal auf und zeige euch das. Weil so eine Schreibtafel, ja, die kennen wir ja alle. Aber die fand ich, und sie nämlich auch, deswegen hatte sie sich eine gekauft. Total genial. Also, wie ihr seht, seht ihr hier ein Raster. Und das muss noch nicht mal 1:1 identisch sein mit Zentimeterangaben, aber wir können ja mal ausmessen, wie groß ist denn das? Das sind immer 2 Zentimeter, diese Kästchen. Und 0,5 hoch. Das heißt, man kann hier wunderbar Sachen einzeichnen, die man zum Beispiel nur einmal verwenden möchte. Also es gibt ja auch mal Geschenke, die man machen möchte. Zum Beispiel, ich will jetzt dieses Ding hier verpacken. Dann kann ich mir das hier rauflegen, kann mir das hier mal grob ummalen und kann mir das ausrechnen. Und schon habe ich ganz schnell eine Verpackung. Das finde ich total cool. Da bin ich, und da ist sie extra, oder besser gesagt, ihr Sohn ist dann extra nochmal los, weil sie gesehen hatte, dass da eh nur noch eins lag. Und genau dieses eine hat er dann noch gekriegt. Und auf der Rückseite hat man es blanko. Und ja, wenn man es dann nicht mehr braucht, wischt man weg. Ob das jetzt nun mit dem Ding so praktisch ist, weiß ich nicht. Aber da kann man ja dann auch einen Lappen nehmen. Von da freue ich mich da mega drüber, dass sie das noch gekriegt hat und dass sie mir das besorgt hat. Danke, Dani. Ja, ihr seht schon, es ist hier, also den Bereich, den ihr sehen könnt, es ist Chaos. Es ist wirklich hier ringsrum alles voll, aber ja, egal. So, ein kleines Extra. Hoffe, du freust dich. Dann hat sie nochmal, kann man verwenden. Und dann gibt's viele Möglichkeiten. Surprise, surprise. Zum Austesten, ob es was für dich ist. Aha. Ich bin neugierig. Ich will wissen, was ich austesten soll.
Und das Papier ist so süß. Also mach dir keinen Kopf. Ich finde, das sieht zauberhaft aus, wie du das eingepackt hast. Aber ich kann nicht verstehen. Bei mir geht es manchmal auch so. Ich kann zwar schöne Sachen machen, aber früher war ich der Einpack-King, auf Deutsch gesagt. Oder die Einpack-Queen. Irgendwann habe ich dazu überhaupt gar keine Lust mehr gehabt. Habe ich lieber die Dinge gemacht, die da rein sind. Oh, na das ist ja mal genial. Mein erstes Diamond Painting. Na da bin ich ja mal gespannt. Oh, das ist ja spannend. Ich kann noch nicht sehen, was es ist. Ich kann es immer noch nicht sehen. Oh, ich sehe lauter Zahlen. Guckt euch das an. Seht ihr das? Lauter Zahlen. Nur Zahlen. Ey, du bist ja echt genial. Oh, schöne gedeckte Farben. Okay. Die Farbtöne sind ja schon mal sehr interessant. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich irgendwo das Motiv erkenne. Nein. Ey, du bist der Knaller. Du bist echt der Knaller. Okay. Ich werde es machen. Nur weil ich wissen will, wie das Motiv aussieht. Und deswegen werde ich das Diamond Painting hier machen. Und weißt du was? Das Coole ist, ich werde mir mal ganz schnell wieder einen Balkontisch besorgen. Und dann kann ich das nämlich auch mal in der Sonne auf dem Balkon machen. Und nicht immer hier in meinem Zimmerchen sitzen, sondern kann auch mal die Luft genießen. Ich bin nämlich ganz schön weiß. Und die Farben sehen sehr interessant aus. Ja. Und das Coole ist, ich habe ja sogar noch hier so eine Behälter. Da kann ich mir die kleinen Dinger reinmachen. Und dann werde ich das ausprobieren. Jetzt hast du mich erwischt. Kalt erwischt. Ich muss das wissen, was das ist. Und das Coole ist, ich habe gleich hier noch so ein Stift dazu, womit man hier diese Gummizeug hier aufnimmt, um dann eben halt diese Steinchen. Ja, ich bin mega gespannt. Ich danke dir. Ich hätte mir niemals eins selbst gekauft, das weiß ich. Und ich finde es echt cool, dass da kein Foto bei ist. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird vorher, bevor ich nicht anfange. Cool. Ich liebe so eine Überraschung. Ah, das ist schade, aber ja, egal. Das Papier wird trotzdem weiterverwendet. Die Schleife ist auch total Zucker. Voll süß gemacht. Ah, das ist natürlich doof mit dem Zettelchen. Aber ich krieg's ab. Ha, cool. Weil die werde ich weiterverwenden. So. Kann man verwenden? Na, bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt mache ich schon das zweite Paket von dir auf und ich habe es immer noch nicht geschafft, deins loszuschicken. Aber ja, ich bin ja mal wieder sehr ausgiebig damit beschäftigt, so viele Dinge zusammenzusuchen. So, hier habe ich jetzt leider keine weitere Geduld. Ich muss es etwas aufreißen. Ich weiß es immer noch nicht. Was ist viel? So, mal gucken. Ah, Stempel. Oh! Oh, sind die cool. Oh, ist das genial. Schokolade, gleich Kakao, gleich Pflanze, gleich Salat. Ja. Gestern bin ich wie ein Junkie durch meine ganze Wohnung, hab nach Schokolade gesucht.
Und das Schlimme war, ich habe einen Riegel gefunden. Ich bin doch auf Entzug. Und das schon seit 4 Wochen. Ja, aber ja, 4 Wochen? Ja doch, kommt hin. Ey, voll cool. Also, mit Schokolade geht alles besser, kann Spuren von Kalorien enthalten. Schokolade macht faltenfrei, Nervennahrung. Einfach genießen, ein Leben ohne Schokolade ist irgendwann sinnlos. Energiebooster, Schokoday, hau rein. Nervennahrung, Schokolade hilft immer. Schoki Insight. Schokolade a day keeps the stress away. Okay, was auch immer. Und dann hat sie mir noch reingepackt, manche Herzen verstehen sich einfach. Es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft. Das ist wohl wahr. Danke dir, danke euch. Folge deinem Herzen, aber vergiss nicht, das Gehirn mitzunehmen. Oh ja, Geburtstag ist noch lange kein Grund, alt zu werden. Wir hätten Prinzessinnen werden sollen. Ja, sowieso. Das sind wir doch. Nichts sagt besser, alles Liebe zum Geburtstag, als eine handgemachte Karte. Auch das ist wohl wahr. Du kannst mich mal besuchen kommen. Der ist cool. So, und dann haben wir hier nochmal, oh Gott, die sind ja auch süß. Das habe ich hier vorne nämlich noch nicht so ganz erkannt. Mealplan, Fahrrad, ein Trink, also für Journaling oder aber auch für einen einfachen Kalender eben halt, wo man dann eben halt, ja, kleine Stempel hat für die Waage, ob man sich gewogen hat. Das ist schon ganz cool, das Teil. Gefällt mir. So, das werden wir ganz vorsichtig nachher auseinandernehmen. Und dann haben wir noch eins. Ha, kein Knoten. Cool. Super. So, mal gucken. So. Da haben wir wieder so eine schöne Schleife. Die will ich weiter verwenden. Die sehen toll aus. Oh. So. Nicht ganz heile geblieben, aber fast. Egal. So, was ist denn hier drin? Ich bin gespannt. Ich bin mega gespannt. Ach man, ich und meine Cuttermesser, warum sind denn die immer stumpf? Weil beim scharfen Cuttermesser, wenn die Klinge hier schön scharf ist, dann kriegst du eigentlich das Teaserfilm immer schön aufgeschlitzt, ohne immer gleich alles kaputt zu machen. Aber ich habe keine Geduld. Nein, ich habe keine Geduld. Bitte verzeih es mir. Du hast dir sehr viel Mühe gegeben, ich weiß. So. Ich mache es immer spannend, wa? Oh! Sorry. Ach Gott, ey. Du bist echt cool. Ich danke dir ganz tolle. Oh, sorry. Soll ich nochmal zurückspulen? Nein, Leute. Mann, ich freue mich so. Ach, du bist eine Nudel. Ja, da hast du mich jetzt echt... Ach Mann, danke schön. Danke. Ich freue mich ganz, ganz dolle. Mann, das motiviert mich hier endlich mal voranzukommen und ja, richtig Ordnung zu haben, damit ich dann mit den Mixmedia-Projekten anfangen kann. Weil ja, für die, die es nicht wissen... Ich mache das hier alles auf 47 Quadratmeter, was meine Wohnung ist, nicht ein Raum, ja. Also bitte nicht falsch verstehen. Und ja, wenn man wohnt und arbeitet und schläft und alles in auf diesen Quadratmetern und dann auch noch ja erst mit Perlen anfängt, dann mit Mixed Media. Es wird irgendwann zu eng, wenn man nicht mal anfängt, was wegzuwerfen. Ja, und deswegen hat es jetzt immer noch so lange gedauert, bis ich denn endlich mal mit Mixed Media anfange. Ach man, ich freue mich so. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das ist sowas von lieb. Ja, und du lässt mir
Ja, wie gesagt, ich bin unendlich dankbar für diese kleinen, liebevollen Unterstützungen, die immer wieder von allen möglichen Seiten kommen. Und ich danke dafür ganz, ganz herzlich. Auch möchte ich alle meine neuen Abonnenten ganz herzlich begrüßen. Das sollte vielleicht auch mal zwischendurch gesagt werden. Ich bin über jeden Einzelnen, der mir folgen möchte, sehr, sehr dankbar und freue mich da ganz doll. Es wird auch demnächst mal wieder eine Verlosung geben, aber ja, momentan weiß ich gerade nicht, wo mir der Kopf steht, weil ich auch eben halt aktiv aussortiert habe für die Flutopfer. Ja, und deswegen bin ich hier voll am Wirbeln. Ja, liebe Leute, dann möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr jetzt alle oder die jetzt gerade mir zugesehen haben, am Bildschirm waren. Ich werde mich zügig wieder melden und wünsche euch einen zauberhaften Tag. Bye bye, sagt euer Kreativfalter. Tschüss.